Herzkrankheiten sind für fast ein Drittel aller Todesfälle weltweit verantwortlich. Zum Glück gibt es Lebensmittel, die den Blutdruck und den Cholesterinspiegel und Entzündungen positiv beeinflussen und somit den häufigsten Risikofaktoren für Herzkrankheiten vorbeugen. Welche Lebensmittel du essen solltest, um deine Herzgesundheit zu verbessern? Das erfährst du heute hier bei uns. Bleib unbedingt bis zum Ende dran und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Erstens. Zartbitterschokolade. Dunkle Schokolade ist reich an Antioxidantien wie Flavonoiden, die die Herzgesundheit fördern können. Interessanterweise haben mehrere Studien den Verzehr von Schokolade mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung gebracht. Eine groß angelegte Studie zeigte, dass diejenigen, die mindestens fünfmal pro Woche Schokolade aßen, ein um 57% geringeres Risiko für Herzkrankheiten hatten als diejenigen, die keine Schokolade aßen. Eine andere Studie ergab, dass der Verzehr von Schokolade mindestens zweimal pro Woche mit einem um 32% geringeren Risiko für verkalkte Arterien verbunden war. Achte aber in jedem Fall darauf, dass du eine hochwertige dunkle Schokolade mit einem Kakaogehalt von mindestens 70% verzehrst. Natürlich auch nur in kleinen Mengen, um die Vorteile für die Herzgesundheit auch optimal nutzen zu können. Zweitens, Tomaten. Tomaten enthalten viel Lycopin, ein natürliches Pflanzenpigment mit starken antioxidativen Eigenschaften. Antioxidantien helfen dabei, schädliche freie Radikale zu neutralisieren und verhindern so oxidative Schäden und Entzündungen, die beide zu Herzkrankheiten beitragen können. Ein niedriger Lycopinspiegel im Blut wird mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle in Verbindung gebracht. Eine Auswertung von 25 Studien ergab, dass ein hoher Verzehr von lycopinreichen Lebensmitteln mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen verbunden ist. Tomaten können also dazu beitragen, deine Herzfunktion aufrechtzuerhalten und dich vor Herzkrankheiten zu schützen. Drittens, Knoblauch. Seit Jahrhunderten wird Knoblauch als natürliches Heilmittel gegen eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt. In den letzten Jahren hat die Forschung seine starken medizinischen Eigenschaften bestätigt und herausgefunden, dass Knoblauch sogar zur Verbesserung der Herzgesundheit beitragen kann. Dies ist auf den Wirkstoff Allicin zurückzuführen, dem eine Vielzahl von therapeutischen Wirkungen zugeschrieben wird. In einer Zusammenfassung von 39 Studien wurden festgestellt, dass Knoblauch bei Menschen mit hohem Cholesterinspiegel das Gesamtcholesterin und das schlechte LDL-Cholesterin deutlich senken kann. Welche dieser Lebensmittel nimmst du bereits regelmäßig zu dir? Kennst du noch weitere Lebensmittel, die die Gesundheit deines Herzens fördern? Schreib es uns unten in die Kommentare. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!